Papier gibt es in allen möglichen Formen und Farben, als Druckerpapier, Einkaufstasche oder Verpackungsmaterial. Mal ist es strahlend weiß, gefärbt oder Recyclingpapier. Und oft landet es schon nach einmaliger Nutzung im Müll. Die Papierfabrik Mehldorf hat sich diesem Problem angenommen und produziert seit mittlerweile über 5 Jahren nachhaltiges Papier. Sebastian Fink ist Manager für Business Development. Für ihn ist der Nachhaltigkeitsgedanke besonders wichtig. So haben wir uns entschieden, mit alternativen Fasern herum zu experimentieren und kamen dann sehr schnell auf das Thema Gras. Gras bietet sich einfach an. Gras steht im Prinzip in beliebigem Maße zur Verfügung. Gras lässt sich wunderbar verarbeiten. Wir haben das auf unseren Maschinen gangbar gemacht und das war einer der Gründe, warum wir uns für diesen Rohstoff entschieden haben. Gras ist eine schnell nachwachsende Pflanze. Bei der Verarbeitung zu Papier spart es nicht nur Wasser, Energie und den Einsatz von Chemikalien, sondern vor allem natürliche Ressourcen. Während ich bei einem Baum den Baum fällen muss, um ihn der Papierproduktion beizufügen, verhält es sich mit dem Gras eher so wie ein bisschen Haare schnippeln. Ich nehme die oberste Schiene weg und kann es wieder verarbeiten. Unser Gras muss möglichst frei von Nährstoffen sein, unbehandelt, ungedüngt, frei von Proteinen, damit es unsere Produktionsabläufe nicht gefährdet. Wohingegen beispielsweise Gras für die Tierfuttermittelindustrie sich auf genau der anderen Seite befindet. Und so sieht das Papier mit der guten Ökobilanz am Ende aus. Bis es allerdings aus der Maschine kommt, sind noch einige Schritte notwendig. Wir nähen das Gras und dann wird das Gras getrocknet und pelletiert. Das heißt, es kommt bei uns in Pelletform in die Produktion und dann wird es mit Altpapier gemischt und daraus wird dann Papier gemacht. Für die Produktion des Graspapiers wird ausschließlich Altpapier als Basis verwendet. Heinz Kürth ist für die technische Kundenbetreuung und Produktentwicklung zuständig. Dieser Standort ist Ende der 50er Jahre als Strohpapierfabrik entstanden und hat sich dann in den 60er Jahren schon dem Altpapier gewidmet. Und seitdem wird hier eigentlich nur mit Altpapier gearbeitet. Altpapier wird über Sammelstellen an uns weiterverkauft. Die Blaue Tonne, das ist eine große Sammelstelle, aber auch Discounter, Retailer, Verpackungszentren, die haben ja über die Retouren viel Anfall an Kartonagen. Die sind ja meistens immer gleicher Konstruktion, die werden dann gesammelt, die werden verpresst und werden dann an uns weitergegeben. Über mechanische Fördereinrichtungen und Dosiermechanismen werden Altpapier und Grasfaserpellets für die weitere Verarbeitung vorbereitet. In einem Pulper wird das Gemisch aufgeweicht und pumpfähig gemacht. Die werden in der Stoffaufbereitung zusammen gemischt, dann gereinigt auf Steinchen, Kunststoffteile und so weiter, aufbereitet, nochmal fein justiert, geht dann auf der Papiermaschine, wird mit Hilfe von viel Wasser zu einem Blatt gebildet. Das wird dann mechanisch entwässert, thermisch getrocknet, in der Oberfläche noch mit einem Stärkestrich versehen, dass auch Oberflächenfestigkeiten ausreichen zum Bedrucken. Ja, Endfeuchte eingestellt und dann ist das Produkt schon fertig. Das sieht dann so aus. Zunächst wird das Graspapier auf einer sogenannten Mutterrolle aufgerollt. Die wird dann einmalig umgehängt und anschließend das Graspapier auf das vom Kunden gewünschte Format angepasst. Das Produkt passt zu uns und zu unseren Papiermaschinen in erster Linie. Und nicht jede Papiermaschine kann mit dem Produkt so ohne weiteres umgehen. Große, moderne Papiermaschinen können es auch, aber da wird es halt schwieriger. Wir mit unseren doch fast manufakturartigen Maschinen aus den 60er Jahren haben die ganzen Tools noch zur Verfügung. Und um es kurzfristig im Bereich der Blattbildung, im Bereich der Entwässerung schnell auf die neue Faser einzustellen. 2017 wurde der erste Produktionslauf zur Herstellung von Graspapier unternommen. Heute produziert die Papierfabrik Mehldorf bis zu 275 Tonnen pro Tag. Die Nutzung der Grasfaser in der Papierproduktion ist durchaus nicht ganz so trivial, wie man sich das vorstellen kann. Das war für uns eine steile Lernkurve, unseren Produktionsprozess mit der Grasfaser in Einklang zu bringen. Wenn man Gräser einsetzt, hat man nie nur Gräser in der Produktion. Denn wenn ich eine Wiese mähe, habe ich auch nie nur Gras. Da sind auch andere Pflanzen dabei und dergleichen. Das ist für den Wasserkreislauf einer Papierproduktion durchaus eine Herausforderung. Und die hat das Unternehmen erfolgreich gemeistert, indem das aufgenommene Heu zerkleinert und in der Papiermaschine mechanisch weiter feinsortiert wird. Lange Faserpartikel, die nicht zu 100% auf die gewünschte Größe zerkleinert wurden, werden ausgeschleust.
Das verarbeitete Graspapier ist übrigens auch für Allergiker kein Problem. Das war auch im ersten Step bei den Weiterverarbeitungen ein großes Thema. Es duftet doch überall ein bisschen nach Heu. Und Allergiker, die sind dann sofort auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, was ist da? Wir haben es untersuchen lassen, das ist kein Problem. Diese allergenen Stoffe, die wir haben, die werden größtenteils inhibiert dadurch, dass wir eben über die Papiermaschine gehen, Temperaturen an der Oberfläche über 110 Grad erreichen. Dadurch sind Proteine innerhalb den Dingern eigentlich ziemlich verflogen. Nicht nur das Produkt, auch der Produktionsprozess wird nachhaltig gestaltet. Dabei ist vor allem die Energienutzung ein großes Thema. Nichts ist schlimmer und wirtschaftlich der größere Schaden, als wenn ich Energie ungenutzt in die Umgebung abführe. Nachhaltigkeit ist auch für uns oder mit der Dampfversorgung gegeben, dass wir den Dampf zweimal nutzen, nicht nur zur thermischen Verwertung, sondern dann auch ungefähr die 40% unseres eigenen Stromes dann herstellen. Und dieser hohe Wirkungsgrad ist notwendig, um als energieintensives Unternehmen überhaupt bestehen zu können. Durch einen Grasanteil von bis zu 30% ist das Papier zusätzlich kompostierbar und vollständig recycelbar. Der Bedarf an nachhaltigen Verpackungslösungen ist groß und wächst von Tag zu Tag. Denn mit einem Verbrauch von jährlich insgesamt fast 19 Millionen Tonnen Papier, Pappe und Karton gehört Deutschland seit Jahren zu den weltweiten Spitzenreitern im Papierverbrauch. Durch den Zusatz der natürlichen Ressource Gras hat das hergestellte Graspapier eine gute Ökobilanz. Und die Anwendungsmöglichkeiten sind so nicht nur umweltfreundlich, sondern auch vielfältig. Unser Papier punktet natürlich vor allen Dingen auf der ökologischen Seite. Es ist bewiesenermaßen nachhaltiger als klassische Lösungen durch den Recycling- und Grasfasermix. Ansonsten kann ich mit dem Material all das machen, was ich mit konventionellen Papieren auch tun kann. Ich kann es bedrucken, wie ich möchte. Ich kann es verarbeiten, stanzen, aufrichten, wie ich das möchte, wie ich mir das vorstellen kann. Versandkartonagen, Trays für den Einzelhandel, Displays. Und unser Papier lässt sich verwenden für Einkaufstüten, genauso wie für Vollkarton, wie zum Beispiel Faltschachteln. Von der Wiese zum Papier. Graspapier ist nicht nur nachhaltig, sondern überzeugt auch durch eine besondere Optik. Und die Nutzung des quasi dauerhaft vorhandenen Rohstoffs trägt einen großen Teil zu einem sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen bei.